Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden jetzt weiterhin machen mit Malzfabrik und Schweinefutter. Das fahren wir bei uns im Lager rein, im Hof. Und dann sehen wir weiter, dass wir das entsprechend Schweine versorgt kriegen. Also, dass wir morgen früh, jetzt können wir wieder auf 8 gehen, auf 30. Ich hatte kurz hingefahren auf dem Weg. Dachte mir so, da fahrt mal alleine. Die Straße ist eh dunkel, seht ihr eh nichts, ich auch nicht. Also, du siehst mal ganz schnell rüber. Und jetzt fahren wir zurück zum Hof. Und dann nehme ich euch mit. Dunkeln, es wird munkeln. Hier haben wir schön Licht. Hier haben wir Produktion, ne? Lichter, ist alles da. Aber wir haben ja schon 3 Uhr. Das können wir auch auf 60 gehen. Das wird die Nacht schnell schaffen. Ne? Das ist ja eine Katastrophe. Ich kriege ja meine Augen hier. So. Ja, Holz machen wir, denke ich mal, heute nicht mehr. Ich glaube nicht. Wir werden zu tun haben mit Tiere füttern, Tiere versorgen. Wahrscheinlich umstallen, unwahrscheinlich. Verkaufen wir wahrscheinlich noch Bier. Mal sehen. Die BGH noch läuft, ne? Läuft noch. Hat ja nachts ein bisschen Geld gebracht, letzte Nacht, ne? Also leider sind die Schulden erdrückend, ne? Also ich habe auch gleich mal zurückgezahlt, schon Schwung, ne? Was halt ging. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir ja noch schnell Dings bauen, einen Schlachthof, nach Möglichkeit von den Einnahmen von dem Bier und so. Und dass wir die Schweine irgendwann müssen wir, ich will das Wort entsorgen nicht sagen, aber wir müssen im Prinzip die Schweine, die wären bald soweit, 104 Kilo. Ja, also spätestens, ja, die Originaltiere haben alle so um die 200, ja gut, 23 Kilogramm. Ja, also nächstes Tier, ja, ja gut. Also die bunten haben, die weißen haben so, also die weißen. Diese gefleckten haben so, ja, würde sagen. Da waren 80 Kilo und die anderen haben über 200 Kilogramm. Da brauchen wir noch ein bisschen zu, ne? Aber 104, das kommt bald. Ne? Das ist jetzt, Alter ist jetzt 0,4. Schwein, ein Dreivierteljahr alt, ist dann schlachtreif. Ne? Unsere Kühe werden auch demnächst die ersten Kälber bringen. Eins habe ich gesehen mit 0,1, also viele sind noch unfruchtbar. Oh, leider ist das so. Oh, wir haben ein Kalb. Leute, wir haben ein Kalb, muss gerade gekommen sein. Super, freut mich. Wie gesagt, Futter müssen wir geben und Futter, Wasser und Stroh. Dann können wir noch Dings bearbeiten, unsere Düngerproduktion. Einmal Dünger verkaufen, nach Möglichkeit. Sollte möglich sein. Dass wir das heute noch in den Griff kriegen. Ja, da wo die Produktion ist, entsprechend da ist schon, geht Leistung runter, ne? Aber, wie gesagt, ist, wenn ich kurz schaue, um Leistung von Rechner, Prozessor, der hat 62%, 69%, also wir haben noch Luft nach oben, ne? Temperatur passt auch noch, voll im Rahmen, ne? Wenn die Anzeige auf Gelb geht, was ihr nicht seht, was ich aber sehe, dann ist schon, ja, da geht der Lüfter an, ne? Als erstes der interne Lüfter, und wenn es Richtung 75 Grad geht, dann mache ich den Lüfter zusätzlich an von außen. Ich müsste mal die Grafikkarte aushalten, aber auch Dauerbelastung ist ja nicht gerade sinnvoll, ne? So, das kippen wir hier rein. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, weil ich komme mit einem großen Anhänger. Könnte ich da auch abkippen, aber gut.
Ah, da müsste ich wieder abhängen. Na, ich habe mir so entschieden, wir campen das aus und werden in den Kleidanhänger entsprechend separat füttern. So, dann könnten wir noch Heu in die. Wenn wir noch Heu haben. Ich weiß nicht genau. Na, da lebt noch eine Silage. Dann müssen wir erst Mischbrotter wegholen. Den lassen wir hier stehen. Nee. Wir müssen den Platz haben für unser Mischbrotter abholen können. Ne? Dazu nehmen wir den großen roten Anhänger. Der steht aktuell bei den Schweinen. Habe ich neulich gesehen. Vor kurzem. So. Dann kurz hinlaufen. Mehr oder weniger schnell. Ja, das ist er für Futter und der ist für auch für Stroh. Dann gehen wir gleich Stroh. Den Rest geben wir den Kühen und dann haben wir gleich Mischfutter rein, ne? Und dann machen wir hier Schweinefutter rein. Weil der Mist nimmt zu. Weil Schweinefutter brauchen die mittlerweile mehr. Also drüben. Also im Winter brauchen sie auch mehr. Aber durch die Malzfabrik haben wir jetzt Schweinefutter gratis dazu. Also gratis, das ist hier gut bezahlt, ne? Entschuldigung. Ja, das ist halt ein Kostenersparnis, sagen wir so, ne? Und den Rest kippen wir nachher. So, noch einmal Mischfutter machen wir jetzt gleich. Machen wir gleich Licht an. Dann haben wir noch einen Anhänger mit Mist. Ja, gut, das können wir auch hier entsprechend separat. Jetzt werden wir erstmal sehen, dass wir Weidefutter machen. So, if it hell, wir können runtergehen auf 5. So, jetzt würde Bäume pflanzen nicht mehr gehen. So, Schweinefutter. Hauen wir alles rein. Und das ist genauso, wenn wir gekauft hätten, ne? Also eigentlich egal. Normalerweise müssen wir erst sehen, dass wir das Putz kriegen. Ne? Also weiß nicht genau, wo der kleine Radlader ist. Könnte im ersten Stall sein oder im zweiten. Weil erstaunlicherweise wird man nur zwei Stellen mistig. Aber gut. Ist halt so, ne? Ist ja der Schlachthof. Den wollte ich noch bauen. Damit ich so die Schweine abgeben kann und dann nachher das Fleisch verkaufen kann. So, dann müssen wir hier mal sehen, dass wir den unseren Platz hier wecken und dann können wir auch und dann meckert immer unser Putzi und sagt, es ist nicht sauber. Stimmt aber so nicht. Das ist ja Futter. Na gut, das ist halt so, ne? Einmal gedrückt, ja, habe ich. Also ich möchte die Folgen nach Möglichkeit im zeitlichen Rahmen behalten. So, jetzt haben wir noch erledigt. Können wir dann wieder füttern. Fahren wir gleich rüber, ne? Und Anstall und dann auch gleich sauber. Da werden wir einen Ritten her. Das kann man auch erledigen. So, Wahnsinn, das ist viel dunkel ist noch, ne? 9:30. Ja,
Wir spielen die Season von Season, die Regionalkarte D-Mark. Da merkt man schon, dass die dichter am Polarkreis sind. Ne? Aber in Schweden wäre noch extremer, da wäre teilweise komplett Nacht. Und ja, von Norwegen wollen wir gar nicht reden. Ne? Jetzt werde ich mir müde, gibt's doch gar nicht. Tja, dann ist das Ding auch leer, an der Unterlegen, ob der Platz so gut gewählt ist. Ne? Also, müssen wir mal sehen, ob ich da irgendwo anders im Bau. Da bin ich gerade so. Oder wir verzichten ganz gerade darauf und machen dafür eine Zuckerring zurück. Muss ich mal sehen. Da es ja im Grunde fast leer ist, ist ja nichts drin, außer Rest Diesel. Das ist unser Spezialstahl, der ist immer wichtig. Das sind schon ziemlich viele Schweine. Wo Schweine sehr reinlich sind normalerweise, da machen die einen Haufen. Ne? Also Schweine können sehr laut werden. Also wenn die jetzt Hunger haben, dann sind die natürlich sofort zu hören. Ne? Aber da muss schon richtig Gehörschutz haben. So, den packen wir jetzt hier mal ein. So, den brauchen wir nämlich garantiert. Bald wieder. Ne? Also. Ich hatte mal, war keine Absicht, aber ich wollte kurz überspringen. So, vielleicht brauchen wir kein Futter kaufen, ein Glück haben. So, muss man sehen, ob das reicht, ne? Für die drei Ställe da hätten wir vier, der vier. Jetzt merken wir, dass wir kein Gewicht haben. Er lenkt sich blöd. Deswegen hat er noch ein Gewicht. Bei der WGA ist noch ein Gewicht, ne? Da haben wir zwei. Dann fahren wir noch spätestens dann hin, wenn wir leer sind. Beziehungsweise fahren wir gleich hin. Dann wird er ein bisschen besser ziehen. So, machen wir Allrad. Man das eh nur ein Traktor der normalen Klasse, also ich glaube klein und hat dementsprechend weniger Leistung. Aber dafür reicht es ja, ne? Also gut, der Hänger ist ein bisschen groß dafür, wenn er voll ist, ne? Aber gut. Es geht so. Also jetzt haben wir da hinten und gucken mal, ob die Silage läuft nebenbei. Jo, die rennt noch. Das macht so einen ganzen Tag so, immer eben weg. Lief sie. Haben wir Schaden gemacht, ne?
So. Motor starten. So. Ein bisschen höher machen, den ganzen Junge hier. Können wir durchfahren. Müssen wir Richtung anderes Förderband gehen. Dass wir da auch entsprechend so. Wird aber alle sein, aber gut. Grüne wird mir nicht gern. Das Grüne sehe ich immer schlecht. So. Nicht ausmachen. Rote Gewicht würde ich haben. Licht hier eh rum, ne? Von daher. Machen wir ohne Gewicht, also ohne Anhänger mal. Das kommen wir schlecht rum. Müsste so eigentlich passen. Ist eigentlich von dem Faktor ein bisschen groß. Können wir gleich sehen. Das steht verkehrt. Müssen wir schubsen. Natürlich nicht gegen Zaun, ne? Passen. Also machen sie uns Staplerfahrer auch, die alle, was sie schieben müssen, wird geschoben. 1600, naja, gut, ne? Ja. Die Hälfte wird auch reichen, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao. Tja. Vielleicht sehen wir uns dann zur morgigen Folge wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss!